So Leute, willkommen zu Ankh 3, Kampf der Götter. Was hat denn der Kerl da bloß angepackt? Was ist das denn? Ein Reisemagazin. Tauchen Sie am Roten Meer nach Schätzen, die Piraten gerade über Ihnen ins Wasser werfen. Angeblich kann Ephraim nicht ohne ihn einschlafen. Ephraim. Ein viel zu sehr unterschätztes Sportgerät. Trikot von Moses? Es sind sogar noch seine Schweißflecken drauf. Ist das jetzt gut oder schlecht? Gut oder schlecht. Aber ich weiß an was anderes Lustiges. Was sagt dein Ego hierzu? Oh je, das wollte ich ja nun irgendwie auch nicht. Jetzt hält das Krokodil ganz toll aussehen. Krokodilstränen, salzig und krümelig. Wie eine Festung. Ich will mir gar nicht ausmalen, was die damit alles machen. Interessantes Leuchten, aber anfassen werde ich das nicht. Wie diese Farbe zustande gekommen ist? Mit ein bisschen Violett und sonstiges Gedöns. Ist das Zeug auf der Liste jetzt zum Essen oder für das Balsamieren? Ich weiß es nicht, ich kann es dir auch leider nicht sagen. Benutze Schublade. Was haben wir dir? Forschungsbericht Buffoon. Wow. Lieber nicht anfassen. Wer bei einem ägyptischen Architekten aufgewachsen ist, der weiß, wie man Todesfallen entschärft. Armer Ephraim. Eine gefährliche Fußfalle für besonders große Schakale. Eine Schublade. Geöffnet. Hier steht etwas von Forschungsarbeit. Wir haben herausgefunden, dass ein unwiderstehlicher Duft entsteht, wenn man echten Heldenschweiß mit Drüsenflüssigkeit eines Tieres mischt und es dann auf einen weiblichen Körper reibt. Also bei den Forschungsarbeiten wäre ich auch gern dabei gewesen. Allein schon mit dem weiblichen Körper klingt es interessant. Echter Heldenschweiß? Ein lieblich duftendes Parfüm. Aber woher hat er jetzt die Flasche? Hier steht etwas von Forschungsarbeiten. Uns ist aufgefallen, dass man einen fast unzerstörbaren Stoff herstellen kann, wenn man... Verdammt, diese Zeile kann ich nicht lesen. Weiter steht hier, wenn man den Stoff jetzt noch in Moschus tränkt, dann wird er so fest, dass er besser als herkömmlicher Zement ist. Dieser unzerstörbare Stoff... An irgendwas erinnert mich das. Oder an irgendwen. Und man kann diesen Stoff hart wie Zement machen? Das könnte helfen. Unzerstörbar. An wem erinnert uns das bloß? Sind wir mal kurz freundlich zum Krokodil? Fang! Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Ach du blödes Viech. Na ganz toll. Und was machen wir jetzt? Ganz einfach. Assis liebster Kindheitsspaß. Wo ist jetzt dieser blöde Hebel? Ein sportlicher Ausbruch, könnte man sagen. Oh, geht es dir gut, Assis? Du hättest mir ruhig schon früher helfen können. So. Wir bringen kurz das Parfüm weg. Nach dem, was hier alles rumliegt, scheint das ja eine wirklich komplizierte Kunst zu sein. So. Läuft doch eigentlich zu gut fast. Es läuft schon fast zu gut. Aber dass das Krokodil wieder auftaucht, das finde ich eigentlich auch cool. Das finde ich eigentlich auch cool. Oh, vielen Dank.
eine Precht. Was ist? Das Ankh. Und? Wie kommst du voran beim Sammeln von Gläubigen? Also einen neuen habe ich schon. Ein sympathischer Bruch. Wirklich sympathisch. Ach, wenn ich ihn doch nicht. Vielleicht liegt es an meinem Moschusduft. Obwohl er natürlich sehr. Vielleicht. Bis später. Ja, ja. Viel Spaß. Babykrokodile im Schlafrock. Sehr interessant. Da kriegt man ja glatt Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ein bisschen mache ich noch. Dann geht's zum Essen, Leute. Und dann geht's ans Gerenderte wieder. Ans Random Rendern. So, jetzt braucht man nur noch... Welche großartige und entsprechend. Vergiss dauernd, dass ich die Frage. Mein alter Kumpel. Hallo? Wir müssen die. Ja, genau. Auf meine. Nein, Mann. Auf meine. Ist das so schwer zu kapieren? Oh. Und was soll ich dabei tun? Glaube einfach an das Ankh und alles ist gut. Okay, mach ich. Wirklich? Na klar. Wenn es euch hilft, mache ich das gern. Und jetzt? Nichts passiert! Badawi, glaubst du auch wirklich? Ich glaub schon. Auf jeden Fall gebe ich mir Mühe. Er glaubt nicht wirklich. Badawi! Ich versuch's ja. Ehrlich. So funktioniert das nicht. Er muss wirklich an mich glauben. Aber wie soll ich denn allen Ernstes an einen Flaschenöffner? Ich will das F-Wort nie mehr hören! Flaschenöffner. Apropos Flaschenöffner. Noch einen von Georgie geklaut, den haben wir immer noch. Was soll ich denn damit? Ah, perfekt das hier. Die geheime Zutat für das geheime Mittel. Ja, ja, Badawi. Stell es lieber her, dieses Mittel. Hiermit übergebe ich dir das geheime Mittel. Danke, danke. Aber was stelle ich jetzt damit an? Wie eine Festung. Nicht tödlich, aber sehr effektiv. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Fansäge von Seth. Ich habe ja noch ein Erfrischungsgetränk. Wie geht hier die Tür wieder auf? Wie eine Festung. Säge von Safe. Das wird nicht funktionieren. Wie eine Festung. Irgendwo hat alles eine Grenze. Ich habe heute noch nichts gegessen. Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft. Das schaut doch gut aus. Wer wäre schon scharf darauf, die gesamte Welt zu beherrschen? Hört sich nach einem Riesenhaufen Arbeit an. Was da wohl alles zerkleinert wird? Wie eine Festung. So, einmal drauf bitte. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube schon, weil du zu bummelst, bist zu werfen. Sind wir jetzt wieder vor einem Rätsel? Ich kann mir gar nicht ausmalen, was die damit alles machen. Wie diese Farbe zustande gekommen ist? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh. Ach, aber... Los, Asil! Und wie denn, du Freizeitanarchist? Soll doch jemand mit einem Flaschenöffner korken? Viele Zutaten zur Konservierung der Mumien. Fehlt nur noch ein Schild, auf dem steht, Achtung, nach dem, was hier alles rumliegt, scheint das ja eine wirklich komplizierte Kunst zu sein. Hallo? Ich muss... Kinder, wie mache ich das jetzt am schlausten? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.
glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich habe noch einen Flaschenöffner. Jetzt habe ich zwei Flaschenöffner und beide helfen mir. Nicht. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass wir dem Viech was anbieten können. Vor allem... Shaloms Nachtlektüre hilft mir mit Sicherheit nicht weiter. Aber wie dann? Ohne alles. So, so. Endlos. Ich will mir gar nicht ausmalen, was die damit alles machen. Das schaue ich mir lieber nicht genauer an. Bevor ich jetzt da ewig planlos rumirre, Leute. Jetzt habe ich zwei Flaschenöffner und beide helfen mir. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Jetzt kann ich sie zwar lesen, aber sie sind für nichts zu gebrauchen. Shaloms Nachtlektüre hilft mir mit Sicherheit nicht weiter. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich will mir gar nicht ausmalen, was die damit alles machen. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ihr wollt nicht, dass ich stundenlang rumirre und ich mache das jetzt schnell lieber offscreen, bevor mir meine Idee kommt. Also, Wiederschauen. Rein. Das scheint nicht zu funktionieren. Gehauen. Servus. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part.